Hallo. Ja. Wie geht's dir? Gut und dir? Auch gut, auch gut. Weißt du, was wir heute machen, Ivo? Nein. Wir fangen endlich mit dem V10 TDI an. Hier 5 Zylinder, hier 5 Zylinder. Wusstest du, dass es einen 10 Zylinder gibt? Ja. Wir haben 5 Liter. Hier hast du echte 5 Liter Hubraum. Das Geile ist jetzt, wir haben Biturbo. Jetzt haben wir uns Turbos besorgt. Ich glaube gar nicht, wie Bock ich habe, das Ding zusammenzubauen. Und es ist nicht ironisch gemeint. Du siehst, der eine ist richtig ölig und der andere nicht. Und wir hatten ja Probleme gehabt. Hier, siehst du hier? Guck mal. Hier war der schön gängig. Ja. Und hier nicht. Hier war der fest. Ah, das merkst du. Oh, wir sind jetzt beide gängig. Jetzt auf einmal ist der gängig. Gibt's doch nicht, ey. Jetzt gucke ich das nochmal an. Guck mal, jetzt ist der richtig gängig hier. Gibt's doch nicht. Will er mich hier veräppeln? Habe ich sie jetzt umsonst gekauft oder was hier? Kein Spiel hier. Haben wir Spiel? Also wir haben auch kein Spiel. Also wir könnten eigentlich die Turbos hier echt noch benutzen, ne? Boah, guck mal. Gut, dass hier Handschuhe sind. Aber wir haben uns natürlich neu gegönnt. Wenn wir beide diese V10 fertig machen, Ivo, ja. Glaub mir, hast du deinen Gesellenbrief sowas von in der Tasche. Nur durch den Umbau hier? Hä? Nur durch den Umbau. Das hier alles gehört dem. Alles, was du da siehst, außer die Auspuffe da unten. Guck mal, ich habe die von Top Turbo geholt. So, wenn ihr, ach, Partikelfilter machen die auch, cool. Ja, natürlich, ne? Ich kann hier unten mal verlinken, wenn ihr einen Turboschaden habt, ihr müsst nicht sofort neue kaufen. Ihr könnt das Ganze revidieren lassen. Das heißt, ihr schickt euer Turbo nach Top Turbo hin, checken den durch und dann sagen die, ja, wir können es als Austausch anbieten oder wir können es revidieren. Ihr müsst nicht immer in den sauren Apfel beißen und die Dinger neu kaufen. Die beiden Turbolader hätten gekostet zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Wow, gut eingepackt sind die auch. Geil. Wir müssen ja gucken, ob die auch passen, ne? Wir haben natürlich auch 2 davon. Boah, ja, guck mal, wie schön der dreht, ne? Das ist geil. Das ist ein Austausch-Turbolader, Leute. Von Garrett. Das Ganze wird geprüft und danach rausgeschickt. Ne? Das ist nicht so, dass ihr den einfach so bekommt, ohne zu prüfen. Nein, die werden geprüft. Und das ist dieser Turbolader, der hier ist. Das heißt, genau die rechte Seite. Und dann gucken wir mal hier, Ivo. Ja. Ja, das Teil müsst ihr natürlich umbauen. Ist klar. Hier müsst ihr das Ganze umbauen. Hier, dort. Und dafür brauchen wir natürlich die ganzen Dichtungen. Hier haben wir den Ölkanal. Wahnsinn, wie dieser Turbo aussieht hier, nagelneu, ne? Geile Sache. 4 Turbos wären geil. Super. Man denkt, das ist klein, ist es aber nicht, ne? Also man merkt schon, dass die Abgasseite schon ein bisschen groß ist, ne? Wir haben ja hier einen Schutzblech, weil den brauchen wir auch. Den müssen wir alles hier umbauen. Das ist rein der nackte Turbo. Ja. Top Turbo ist das Geile. Fahrzeugschein angeben und die besorgen euch diesen Turbo direkt. Und es ist sehr, sehr billig. Ne? Also das ist auch Garrett Lader, das ist genau der gleiche Lader. Hier siehst du ja auch, Ivo, guck mal, hier Garrett Lader. Dichtsatz ist bei den Turbos nicht dabei, weil das ja auch, ich muss auch sagen, das ist so selten, dass man diese Turbos hier bei dem Modell hier einbaut. Ihr könnt natürlich für 3.000, 4.000 Euro einen Garrett-Lader kaufen, da ist der Dichtsatz dabei. Aber glaubt mir, das wollt ihr nicht. Wir werden den jetzt komplett beginnen zusammenzubauen. Ja. Mit den Turbos fangen wir direkt an. Wir werden alles nehmen, sauber machen, einbauen. Ob er danach anspringt, das ist eine ganz andere Frage. Das Gute dran, der Fuzzi ist ja nicht auf den Kopf gefallen hier, guck mal. Ich habe sehr viele Schrauben einfach drauf gelassen. Kann ich euch natürlich auch empfehlen, wenn ihr sowas Großes macht, was ihr jetzt nicht immer wieder auseinanderbaut. Wenn ihr jetzt so ein 1,6er BMW auseinanderbaut, ne, also da kannst du mir die Schrauben in die Hand geben, dann kann ich die Schrauben reinschmeißen, dann weiß ich das. Aber bei dem Motor kannst du mir eine Schraube geben, dann will ich sagen, keine Ahnung. Jede Schraube, jede Mutter ist ganz anders hier. Hier ist der Rücklauf. Sogar hier hast du 3 unterschiedliche Schrauben. Wahnsinn, ne? Und wenn er anspringt, dann ist doch gut. Ja,
Fangen wir morgen damit an, oder? Ja, so immer, wie wir Zeit haben. Du wirst viel lernen, ja. Hoffentlich. Ja. Stell dir mal vor, 5 Liter Diesel mit 2 Turbolader. Und das Geile bei dem war ja, dass eine Seite komplett nicht gelaufen hat. Und trotzdem ist er nach vorne marschiert. Deswegen, das interessiert mich so stark, wenn wir diese beiden Turbolader dran bauen, vielleicht ein ganz kleines Upgrade, wieder nach vorne marschieren wird. Das wird Wahnsinn. Es wird geil. Wenn ihr das natürlich sehen wollt, könnt ihr das Ganze natürlich verfolgen, indem ihr abonniert. Und wenn ihr einen Turbolader braucht, Top Turbo. Kann man sich auch merken, Top Turbo. Top Turbo ist unten verlinkt. Wenn ihr einen Turbolader habt, was schon ölt, raucht oder schon Spiel hat oder schon Geräusche macht, könnt ihr euch bei Top Turbo melden. Und ich bin mir sicher, wenn ihr da anruft, Support ist übrigens voll super. Einfach nur anrufen. Da wird euch geholfen. Und dann sagt ihr, ihr habt das Video von Kfz-Fuzzi gesehen. Wer weiß, vielleicht kriegt ihr nochmal 1-2%. Weil das Problem ist, vergessen wir hier drinnen irgendeine Schraube. Wir kommen im eingebauten Zustand nicht mehr dran. Das stimmt. Ja, und das ist schlimm. Jetzt stell dir mal vor, wir haben den Turbo hier dran. Wir haben diese Schrauben vergessen. Oder diese Schelle vergessen. Wir kommen da nicht mehr dran, Ibo. Wenn wir hier eine Schelle vergessen haben, wir kommen da nicht dran. Du kannst hier was Kleines falsch machen, es wird eine Kettenreaktion mit sich bringen. Das ist schlimm. Deswegen, das wird spannend und ich freue mich auch. Das ist eine Herausforderung, wir schaffen das, komm. Immer optimistisch bleiben wir. Optimist Prime nenne ich dich. Dankeschön fürs Zuschauen, danke Ivo. Und wir machen jetzt Feierabend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft. Bis dann.